Ja, im Alter von 10 Jahren kam die Anfrage der Bayern und daran gekoppelt war auch dann die Leistungssportklassen, die in dem Münchner Raum errichtet wurden. Und so konnte man halt diese zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja, den schulischen Weg neu einzuschlagen, aber halt dann auch den Traum eines Bayern-Spielers zu leben. Und dann habe ich mich entschlossen, ja, nach München zu ziehen, damals zu meiner Oma, um mir einfach die Möglichkeit zu bieten, ja, in München zu leben, dort in die Schule zu gehen und bei den Bayern dann auch spielen zu dürfen. Rückblickend natürlich die richtige Entscheidung, aber es gab natürlich schon den einen oder anderen Moment, wo man das alles hinterfragt hat. Lohnt sich das oder ist es auch die richtige Entscheidung gewesen? Das sieht man dann immer erst hinterher, aber ja, es hat mich natürlich auch in der Selbstständigkeit sehr vorangebracht, ja, sich selbst zu organisieren und von daher würde ich es, wenn ich die Chance kriege, wahrscheinlich wieder so tun. Erster Meilenstein war dann auch, als man zu den Amateuren hochgezogen wurde. Das ist dann natürlich schon was ganz Besonderes, dann auch unter Hermann Gerland damals. Eine sehr prägende Zeit. Und ja, dann kam die Anfrage, mehr oder weniger, ob ich bereit wäre, einen Profivertrag bei Bayern zu unterschreiben. Und da, ja, fliegt man natürlich aus allen Wolken. Also das ist natürlich nicht die Ende der Reise, aber halt auch, ja, irgendwo für mich eine Bestätigung gewesen, dass man auch dem Beruf viel gegeben hat und auf die Art und Weise vielleicht auch was zurückbekommt. Und ja, dann durfte ich bei den Profis dabei sein, mittrainieren, mir von den besten Spielern der Welt wirklich auch tolle Dinge abschauen. Ich war aber zu dem damaligen Zeitpunkt Drittligaspieler und wenn dann eine Anfrage aus der zweiten Liga kommt, dann ist das für mich persönlich ein Aufstieg. Und gepaart mit dem, was ich dann auch wirklich da 3 Jahre lang bei den Profis erleben durfte, habe ich das einfach für wahnsinnig sinnvoll dahingehend betrachtet, den nächsten Schritt zu machen. Einfach sich ja, auf dieser Bühne der zweiten Liga auch zu behaupten, auch dort die Leistungen zu bringen, um den Transfer dann auch irgendwo zu rechtfertigen, Schritt für Schritt zu gehen, also anzukommen, auch ja, dann eigentlich zu einer Herrenmannschaft zu stoßen, sich da mal seinen Platz zu finden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist der Erfolg ein Faktor, der natürlich bei diesem Prozess auch entscheidend mitwirkt. Wenn man natürlich jedes Mal der Musik hinterherläuft, sondern wir hatten eine sehr erfolgreiche Zeit. Ja, im Sport ist es einfach ein entscheidender Faktor. Ja, für mich persönlich war das i-Tüpfelchen meiner Karriere. Einfach ein Jahr mit dem Talent, mit dem Überschaubaren. Aber ich glaube, mit der Hingabe, dieses Bundesliga-Jahr geschenkt zu bekommen, was ganz, ganz Besonderes. Natürlich, so ein Aufstieg kommt nicht von heute auf morgen. Der muss sich entwickeln. Auch das Gefühl in der Mannschaft, aber auch im Verein und auch in der Stadt. Also da spielen viele Faktoren eine Rolle. Ja, es hat vieles gepasst. Viele haben überperformt, was auch notwendig ist, um sich einfach dann auch durchzusetzen. Und ja, es ist einfach für mich persönlich auch mit dem Verein, der mir so ans Herz gewachsen ist, dann einfach dieses Bundesliga-Jahr spielen zu dürfen, das überschaubar war, aber es geschafft zu haben, ist schon was ganz, ganz Besonderes. Im Endeffekt geht es ja darum, Niederlagen und Siege gemeinsam zu feiern. Und wenn man über eine Familie innerhalb eines Vereins spricht, dann war das genau dort jeden Tag auch zu spüren. Also man hat das in der Stadt gemerkt, wie man angenommen wurde, wie man gelitten hat, aber im Endeffekt auch daraus Kraft geschöpft hat. Und ja, der Moment auf diesem Rathausbalkon, als wir da runtergeschaut haben, das ist im Kopf drin. Und das möchte ich auch niemals vergessen, weil das einfach ja, ein Weg ganz harter Arbeit war. Es war wirklich eine Familie, muss man wirklich so sagen. Schade, dass wir es am Ende nicht geschafft haben. Ich glaube, wir haben mit den Möglichkeiten alles probiert, auf den Platz zu bringen, uns nach Kräften zu wehren. Und ich glaube auch, am Ende sind wir erhobenen Hauptes dann auch ja, wieder eine Liga tiefer gegangen. Es war aber für den Verein trotzdem schön, ja, diese Ehrenrunde gedreht zu haben, weil man einfach sieht, was möglich ist, wenn man wirklich zusammenhält, wenn man einen Plan hat, wenn man gute Leute in den Reihen hat. Ja, wichtig ist halt, ein Fundament zu haben, an dem man sich anlehnen kann, der dir auch Sicherheit gibt, wenn es mal nicht so läuft. Und nach dem Abstieg ist hier keiner nervös geworden, sondern wir sind eigentlich, oder wir hatten ein Gebilde. Von daher, ja, war der Weg sehr fundiert. Rückblickend ist es ja das. Also wenn man nur Erfolgserlebnisse hat,
ist das Puzzle auch nicht vollständig. Klar, wenn man die zwei Spiele jetzt mal sich rauspickt, in Hamburg hat man wahnsinnig viele Chancen, um wirklich auch dieses eine Auswärtstor zu schießen, leider nicht nutzen können. Und im Rückspiel, ja, das war elektrisierend. Also diese Stimmung nach dem Gegentor von La Soca, nach der Ecke, war natürlich ein kleiner Dämpfer, aber ja, wir haben diese Energie auch von den Rängen gespürt und dann ja, war einiger meiner wichtigen Tore in meiner Karriere eins zu wenig, sind angerannt und das war natürlich im Nachhinein einfach nur Leere, die man gespürt hat, weil wir wirklich einem Bundesliga-Dino wirklich Paroli geboten haben und wir hätten es einfach verdient gehabt. Es sollte nicht sein, aber es war natürlich ein Riesenerlebnis. Auch dort mal durchzugehen, einfach durch Phasen, die nicht so laufen, wie man sie sich vorstellt. Und am Ende ist es das Puzzle, das dann entsteht und wo man dann auch zurückblickt und ja, auch dankbar ist, diese Erfahrung gemacht zu haben, weil ja, bekannt ist es einfach, dass das Leben nie so läuft, wie man sich es vorstellt und wie man aber dann auch in solchen Zeiten miteinander umgeht, ob man dann nach wie vor sich in die Augen schauen kann, ob man ja trotzdem mit anpackt und da habe ich einfach immer hier sehr positive Energie gespürt, Leute mit dem Herz am rechten Fleck und halt auch die Leidenschaft für ihren Verein und manchmal sind es die paar Prozentpunkte, die man braucht, um auch solche Phasen mal zu überstehen und ich bin einfach dankbar, da auch Teil davon gewesen zu sein. Bewusst habe ich die Rolle bei der Mainz U23 angenommen, um einfach Berührungspunkte zu erlangen, die mich interessieren, die vielleicht dann auch Teil ja, meiner zukünftigen Arbeit sind. Und gepaart mit dem Engagement bei der U23 habe ich auch Anfang des Jahres die B-Plus-Lizenz erworben, um dort einfach auch die Seite mal zu sehen. Ja, das ganze Trainerwesen, Trainingsplanung, was mich auch sehr interessiert. Somit hat sich einfach für mich ja, so ein Gefühl aufgetan, im Nachwuchs tätig zu sein. Und ja, die Spielvereinigung hat dann einfach Kontakt aufgenommen, wo sie Bedarf sehen, wo sie auch meine Stärken dann auch gerne einbringen möchten. Und deswegen ja, habe ich gar nicht mit anderen Gedanken gespielt, sondern war in erster Linie sehr dankbar über die Anfrage und das Interesse. Und im Umkehrschluss habe ich ja, dann nicht zweimal überlegen müssen, sondern dann haben wir eine runde Geschichte draus gemacht. Und ja, jetzt probiere ich einfach das, was ich so vor allem in den letzten 2 Jahren einfach zu Ohren bekommen habe und Eindrücke gewonnen habe, ja, jetzt hier in die Tat umzusetzen. Die Idee ist dann schon vor Monaten entstanden, um das auch vernünftig vorzubereiten. Und das wurde dann auch ganz, ganz klar mit Mainz abgesprochen, dass ich dann auch einfach einen ja, emotionalen Schlussstrich ziehen kann. Also ich habe schon immer gern mit Menschen zusammengearbeitet und auch als dann zum Ende meiner Karriere als erfahrener Spieler gerne junge Spieler begleitet, ihnen auch ja, gern mit Rat und Tat zur Seite gestanden, auch nach meinem Gefühl auch Gehör gefunden. Das ist natürlich auch immer wichtig, also ob die Spieler das annehmen und es macht mir einfach unheimlich Spaß. Also es kostet mich wenig Kraft, sich mit Jungspielern zu beschäftigen. Und von daher ist dieses Gefühl schon ein bisschen früher entstanden. Und ja, gepaart mit diesem Trainerschein, der ja auf wirklich Jugendarbeit basiert, habe ich einfach sehr, sehr interessante Einblicke bekommen. Und ja, freue mich jetzt einfach drauf, in diesem Bereich dann auch tätig zu sein und auch einen Anfang zu haben. Man muss mit seinen Aufgaben wachsen, man muss menschlich auch weiterkommen, um einfach Dinge einschätzen zu können, ich sage immer, in die richtige Schubladen zu packen. Und klar wird alles dynamischer, das ganze Geschäft schnelllebiger, aber ja, dieser kleine Funken an Geduld mitzubringen, auch Dinge zu akzeptieren, mal durchzuatmen, das geht ein Stück weit verloren. Und ein Trainer hat damals zu mir gesagt, ein Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und das ist wirklich im Kopf geblieben. Einfach nur im Übertrag, wenn was so ist, wie es ist, ist es auch manchmal auch einfach mal gut. Und auch nicht immer so fremdbestimmt getrieben zu sein. Das ist einfach, was ich den Jungs mitgeben möchte, dass sie einfach ihren Weg finden und den auch möglichst alleine gehen, weil sie einfach für ihren Weg verantwortlich sind. Statistisch werden, ich weiß nicht, wie viele Spieler Profi oder kommen in den bezahlten Fußball. Das heißt, es wird mehr geben, die den Weg nicht ganz nach oben schaffen. Und das heißt einfach, die schulische Ausbildung, die ist einfach so wichtig. Im Fußball weiß man nicht, wo die Reise hingeht. Das ist wirklich
nicht planbar, aber für mich ein wunderbarer Anfang, um die ersten Schritte zu gehen.